Moin Moin, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Sonne Randomizer Nuts Lock Challenge. Wir stehen hier noch inmitten auf Route 1, haben in der letzten Folge einen Seemon, aka Simon, gefangen, das uns Gott sei Dank den Arsch gerettet hat gegen diesen kleinen Bastard hier, der direkt meinte, er müsste hier seinen Mega-Desputter auspacken. Aber Gott sei Dank ist nichts passiert. Deswegen gehen wir weiter auf Route 1. Nehmen den nächsten Kampf mit, würde ich sagen. Ja, wir kämpfen direkt, komm. Und kommen dann vielleicht in die nächste Stadt. Auf die nächste Route, wo wir ein Pokémon fangen können. Wir werden sehen. Ich verstehe mich so gut mit meinen Schwestern. Das musst du gesehen haben. Nein. Habe ich jetzt nicht so Lust, muss ich sagen. Göre Yui. Richtige Göre. Hundemon. Seemon. Ich meine Simon. Das müsste dir doch wieder gefallen. Immerhin kein Mega-Hundemon. Level 3, easy. Wir machen die Aquaknarre und ich muss immer noch die Attacken switchen. Dass Aquaknarre oben ist. Oh, ist das ein One-Shot? Das ist ein One-Shot. Simon. Du Tier. Simon zeigt keine Gnade. Und Simon mag wohl keine Hunde. So, wechseln wir schnell die Attacken. Ich hoffe, wir finden das jetzt zügig. Zack. Wahrscheinlich auf Bericht. Kommen wir doch runter zu den Attacken bestimmt irgendwie. Wir machen einen Blubber runter. Ja, das passt so. Das passt schon so, ne? So, das Item da oben nehmen wir natürlich mit. Nach diesem Encounter. Oh, Rabigator. Das Krokodil. Sag mal, du bist doch vom Typ Boden, oder nicht? Oh, hätte ich gerne mit dem Team gehabt, muss ich sagen. War schon geil in Alpha Saphir. Zumindest die Vorentwicklung davon. Und weg mit dir. Das sollte doch reichen für ein Level Up. Jawohl. Ausgezeichnet. Traumhaft. So. Hier fliegt eine Schnake von meiner Nase rum. Das gefällt mir ja überhaupt nicht. Jetzt mich sticht. Ein roter Schal. Jetzt schon 1000 Mal gehabt. Immer wieder vergessen, was es macht. So, ein Item zum Tragen. Trainer erhöhen damit in Wettbewerben die Coolness ihres Pokémon. Das brauchen wir nicht. Unsere Pokémon sind schon so cool genug. So, wo geht's hier weiter? Aha, was haben wir hier? Route 1 in vielerlei Hinsicht die Nummer 1. Okay. Hier werden wir wohl nicht weiterkommen, warum auch immer. Man könnte hier außen rumlaufen, aber das wäre zu einfach. So, für irgendwelches Getier. Tipps für Trainer. Pokémon erhalten für gewonnene Kämpfe Erfahrungspunkte. Ja gut, das wissen wir. Da oben ist noch ein Item. Mitnehmen. Mitnehmen, was man kriegt. Ein Hypertrank. Okay. Bisschen früh dafür, aber was man hat, hat man, ne? Wir wollen ja nicht meckern. Schnuthelm. Dieser Name. Kann Simon da was machen? Das ist wahrscheinlich vom Typ Wasser, oder? Ich meine, es sieht aus wie eine Muschel. Okay. Das war jetzt mal nicht effektiv. Wir machen weiter das Level 5. Vielleicht gibt es ein paar mehr Erfahrungspunkte. Weil es ein relativ kleines Pokémon ist. Absorber. Das ist nicht gut. Ah, da hat er weniger gemacht als gedacht. Gar kein Problem für Simon. So, weg damit. Weg mit diesem Schnuthelm. Gib mir all deine XP. Okay, wir hätten hier den nächsten Trainer. War hier unten noch irgendwas versteckelt? Wohl nicht. Okay, wo geht's hier lang? Ich setze ganz kurz Martin nach vorne. Halt. Das wollte ich doch nicht. Das wollte ich doch nicht. Y war das. Na? Ich will dieses Bewegung nach da. Ich habe B gedrückt. Ah, ich hasse es. Ach, mal spiele ich mit Xbox-Controller, dann wieder mit PlayStation-Controller. Jetzt habe ich hier den Switch-Controller. Ah, ich sollte mich auf irgendwas fokussieren. So. Zack, zack, zack. Jetzt passt. Sehen wir die Buchstaben und die Tasten anders sein müssen. So. Was willst du hier? Hey, das Fest in die fängt gleich an. Nichts wie hin. Okay.
Ja, wir kommen gleich nach. Oha. Wenn man in die Nähe vom Ding kommt, kriegt man schon so angezeigt. Ah, es war bei Schwert, glaube ich, auch schon, oder? So, nehmen wir den mit. Den kleinen Buu. Hey, kämpf mit mir. Natürlich, natürlich. Solange du nicht irgendein blödes Mega-Pokémon raushaust. Vorschüler Frank. Kolossamt. Naja. Da kenne ich nur die Vorentwicklung, glaube ich, von Pokémon Snap, das so irgendwie am Strand rumeiert. Ist natürlich jetzt schlecht. Ich gehe von aus, es ist ein Boden-Pokémon, ne? Wechseln wir halt doch nochmal Simon ein. Es ist Level 4. Sollten wir hinkriegen? Absorber. Wieso können die alle Absorber? Was soll das denn? Los, Aquaknarre. Gut. Jawohl, sehr effektiv. Verklumpen wirkt. Verteidigung steigt stark. Erstaune. Erstaunlich. Gut. Gar kein Problem, gar kein Problem. Nur treffen, Simon, nur treffen. Wichtig und richtig. Also, es gibt auch ein paar XP für Martin. 92. Nice. Ordentlich. Ordentlich. 103 für Martin. Das ist ordentlich, ja? Frau Schülerfang wurde besiegt. Sag mir doch vorher, dass du so stark bist. Ja, das sieht man doch, dass wir stark sind. Also ich bitte dich. Seht doch nur, oder sieh dir nur unsere muskulösen Ärmel an. wie viel Trank haben wir noch? 3. Passt perfekt. Den Hypertrank heben wir uns natürlich auf. So, gehen wir jetzt nach oben oder gehen wir nach unten? Da hinten ist noch ein Item, das nehmen wir jetzt noch mit. So, natürlich mit Encounter. Was haben wir hier? Ein Arktipp. Das habe ich auch noch nie gesehen. Level 3. Klingt nach einer machbaren Aufgabe für Martin. Martin, wie wär's? Mach mal Donnerschock. Uiuiuiui. So arme Kleine hatte keine Chance. Das hat auch gar keine XP gegeben. Ja. So, was haben wir hier Schönes? Ein Dankesbrief. Können wir den für irgendwas verwenden? Briefpapier, mit dem man sich bei jemandem bedanken kann. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Oh, come on. Was ist das hier für eine Encounter-Rate? Nein. Nein. Einfach nur weg. Wir greifen hier nichts an. Dummes, wohin genau? Lasst mich in Ruhe. Man kann nicht fliehen von einem wohin genau. Toll, das ist 50-50, ob ich jetzt sterbe oder nicht, ne? Je nachdem, ob es jetzt, keine Ahnung, Konter oder Spiegelcape macht. Ich habe Angst. One-Shot er ist. Nein, nein, es war ein Spiegelcape. Es ist so gemein. Och, Mann. Das war richtig kaputt dafür. Das ist wie. Okay. Das war ein schnelles Abenteuer für Martin. Für unseren Starter. Oh, hätte ich auch einen Ruckzuckhieb gemacht, lieber. Scheiße. Drecksvieh, blöd. Ich hab's genau gewusst. Ich hab dich gesehen und dich gehasst. Oh. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Nur weil ich dieses dumme Item haben wollte. Weil ich wieder gierig war. Was gibt's denn hier jetzt? Oder geht's hier jetzt nach Lilly? Das sieht mir eher nach Festigkeiten aus, ja. So, was war denn auf der anderen Route noch? Oder auf der Route 1, aber in der anderen Richtung. Was war da noch? Willkommen zu unserem Fest. In Alula gibt es 4 Inseln, die jeweils von einem Schutzpatron behütet werden. Ja, der eine Schutzpatron ist leider gestorben. Ihr müsst euch einen neuen suchen jetzt. Die Schutzpatronen stehen uns immer zur Seite. Und das heutige Fest soll dazu dienen, ihnen unseren Dank dafür auszusprechen. Um ehrlich zu sein, findet unser Fest eher in einer kleinen Runde statt. Aber alle aus dem Dorf kommen zusammen, um ausgelassen zu feiern. Und dann gibt man mal eine Biersche. So, ich bin erst neugierig. Ich will wissen, was da noch auf der...
der Teilstrecke von dieser einen Route war. Ich dachte, das kleine Kind wäre dahin gerannt in die Richtung. Ach, setzt uns nicht da durch. Hm, so rum. Na, jetzt hab ich's verstanden. Oh Gott, Mike. Na gut. Geh mal ein bisschen feiern. Feiern, dass wir nur noch ein Pokémon haben. Yay. Party. So. Lili, ein Ort, an dem Pokémon gedankt wird. Wir haben einen Dankesbrief für euch. Wie wär's denn damit? Also laberst du es gleich nochmal. So, du willst doch bestimmt da vorne direkt wieder kämpfen, Kollege. Das kann ich ja gar nicht leiden. Als die Kinder gemein zu unserem Pokémon waren und ich ihnen gesagt habe, dass der Schutzpatron sie dafür mit einem Blitzschlag bestrafen würde, haben sie nur gelacht. Nun. Ja, so. Was gibt's hier Süßes? Wuff, wuff. Dann klappern wir mal kurz die Häuser ab. Lässt man nachts das Fenster offen, hält die Nacht auch immer Einzug. Auch im Zimmer Einzug. Deshalb wird man irgendwann müde. Ah ja, das ist natürlich klar. Und Pokémon oder Mensch, wer ordentlich isst, ist danach natürlich auch ordentlich müde. Das ist der rechte Zeitpunkt, ins Bett zu gehen. Dann wacht man morgens auch gestärkt auf. Das sind Lebensweisheiten. Soll ich mir direkt auf die Tapete schreiben? So, kleine Kinder mögen wir nicht. Wir reden mit euch nur. Mein ehemals wildes Wuffels hat sich inzwischen komplett an das Leben in einem Haus gewöhnt. Zuzusehen, wie es mit meiner Tochter spielt, zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Okay, okay. Mein Wuffels ist ein ganz toller Beschützer. Na, das weiß ich nicht. Ob der wirklich so gut ist. So, nehmen wir das hier noch mit. Das heißt, dass die Menschen über das Meer nach Alola gekommen seien und die Region in Zusammenarbeit mit Pokémon aufbauten. Aha. Was für eine Beziehung wir zu unseren Pokémon pflegen, ist von Mensch zu Mensch unverschieden. Für manche sind sie Partner, für Pokémon-Kämpfe. Ja gut, das ist der klassische Professor-Eisspruch. Gut, gehen wir zu unserem Kollegen hier. Mit seinem Nicht-Bautz. Was hatte der? Schneebedeck war es, ne? Hey Mike, mein Bautz und ich sind bereit. Au. Au. Was? Weißt du etwa nicht Bescheid? Oh, ich will eigentlich gar nicht kämpfen, ehrlich gesagt. Da seid ihr ja. Was geht hier denn vor sich? Piu, 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 piu. Nichts geringeres als ein ausgelassener Schlagabtausch zwischen Pokémon, die ihre besten Attacken zur Schau stellen. Denn der Höhepunkt unseres Festes zu Ehren von Kaburiki wird ein Pokémon-Kampf sein. Ach nein, ich möchte das nicht. Also werdet ihr eure Pokémon gegeneinander kämpfen lassen? Ich mag es eigentlich nicht, mit anzusehen, wenn Pokémon sich verletzen. Ja, das hatten wir schon. Aber für euch mache ich eine Ausnahme. Ich werde mir euren Kampf ansehen. Ich will nicht kämpfen. Ich habe doch nur ein Pokémon. Du darfst nie vergessen, dass deine Pokémon stets alles für dich geben, Mike. Lass mich dein Team wieder aufpäppeln. Hm. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Hier, ne? Martin steht doch an erster Stelle, glaube ich. Bist du bereit für den Kampf? Nein. Dann melden sie wieder bei mir. So, ich habe noch kein Pokémon Center gesehen oder so, aber wir wechseln auf jeden Fall erstmal. Halt. Oh, das ist so ungewohnt, dass das anders geht hier. Zack, zack. Gut. Hm. Schauen wir mal. Wird schon schief gehen. Simon reißt das. Eigentlich hätte man sie Simone nennen müssen, ne? Sie ist ja weiblich. Das ist ein weibliches Simon. Liebe Bewohner dieser Insel. Liebe Kinder. Upala. Auf Inselwanderschaft. Möget ihr auf all euren Wegen geborgen sein. Wir dürfen nun einen Kampf zu Ehren unseres Schutzpatrons Kaburiki beiwohnen. Ich habe die Ehre, die beiden Kontrahenten vorzustellen. Dies ist Tadi, mein Enkel. Und hier haben wir den Jungen, dem sich Kaburiki offenbart hat. Mike. Yay. Go Mike, it's your birthday. You're gonna party like... Typisch Kaburiki. Seine Neugierde ist einfach unstillbar. Simon, pass mir gut auf meinen kleinen Mike auf, hörst du? Lass uns einfach Spaß zusammen haben, dann wird das bestimmt auch ein guter Kampf. Okay. Mike und Tadi, zeigt, was in euren Pokémon steckt. So, Schneebedeck. Ich hoffe, er hat nur ein Pokémon immer noch. Schneebedeck gegen Simon. Er hat zwei mittlerweile. Leck mich doch am Sack. Ein Hypno. Oh nein. Übertreib doch gleich. Oh. Okay, okay. Wir haben noch zwei Tränke und den Hypertrank. So, ja, ich freue mich. Wir gucken mal, was ein Aquaknarre macht.
Level 6. Das ist nicht viel. Okay, okay, okay. Das machen wir mit den Tränken wieder wett. Das wird genau nicht reichen, wenn ich noch zweimal Aquaklare mache, wa? Mal gucken. Wie wär's mal mit dem Volltreffer? Simon? Ne? So. Ja. Zeit für einen Trank, definitiv. Dass wir noch nicht verwirrt sind, wundert mich ehrlich gesagt. Der ist jetzt früher nicht gegeben, der wäre schräg bei der ersten 5 Versuche verwirrt gewesen. Nein, da ist die Hypnose. Das ist halt ekelhaft jetzt. Das wird jetzt ekelhaft. Was mache ich denn? Hier ist Kampf. Wach auf, Simon. Nein. Du hast es doch fast geschafft mit dem Vieh. Oh nein. Aufwachen. Ich will nicht, dass es so zu Ende geht. Doch, der Volltreffer natürlich. So, einen Drang haben wir noch. Aussetzer, Aussetzer ist in Ordnung. Auch wenn es nur die Aquaknarre ist, aber... Ich will die jetzt mal. Wir machen den Blubber. Aufwachen, los! Das ist doch nicht wahr, Mann. Oh, okay, okay. Da haben wir echt das Glück in der ersten Folge schon aufgebraucht. Ui, endlich sind wir wach. So, was macht der Blubber? Nicht allzu viel wahrscheinlich, ne? Oh, es reicht! Okay, okay. Wir sind wieder im Game. Und noch ein Level-Up dazu. Traumhaft. Puh, ich dachte kurz, das war's. Das Schneebedeck, gut. Das gute Schneebedeck. Oh, ne. War das jetzt Eis und Pflanze oder wie war das? Shit. Shit. Der Blubber wird nicht viel machen jetzt, wa? Das ist okay. Mit der Aquaknarre kommen wir da vielleicht durch. Mit der Aquaknarre kommen wir da vielleicht durch. Wenn wir sie mal wieder einsetzen dürften. Come on. Volltreffer. Silberblick. Ist nicht gut. Nicht gut. Dürfen wir jetzt Aquaknarre mal wieder einsetzen? Jawohl. Schauen wir mal, was das macht. Es ist viel zu spannend. Viel zu spannend. Da ist nur ein bisschen mehr. Pulverschnee. Aua. Oh. Okay, ich dachte, da kommt jetzt ein bisschen mehr bei rum. Aber okay, okay, okay. Wir haben das im Griff. Wir haben das im Griff. Es wird alles gut. Die nächste Aquaknarre sollte... Ah, goddammit. Okay. So, Martin darf ich ja nicht mehr einsetzen. Fuck. Oh, war das hart anlegen mit diesem dummen Wohin genau, ey. Oh, ich hasse dich so sehr. Ja gut, es passt ja auch zeitig her, würde ich sagen. Gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder bei der Auswahl des Starter-Pokémons. Fuck, Mann. Spielblödes. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und ja, bis dahin, macht's gut, ne? Ciao, ciao.